Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Im Namen des Bayerischen Bauernverbandes möchte ich den Verantwortlichen und Mitarbeitern zu diesem Jubiläum herzlich gratulieren. In diesen 4 Jahrzehnten hat sich diese wichtige Einrichtung allgemeine Anerkennung in ihren Aufgabengebieten Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit erworben. Dabei wird die Kompetenz und Arbeitsweise der ANL weit über den Freistaat hinaus geschätzt und diente auch als Vorbild für ähnliche Einrichtungen in anderen Ländern. Effektiver und erfolgreicher Naturschutz kann nur mit den Grundeigentümern gemeinsam gelingen. In der Landschaftspflege sind unsere Bauernfamilien Leistungsträger an der Basis vor Ort. Der erfolgreiche bayerische Weg der Kooperation braucht die Vermittlung zwischen den verschiedenen, manchmal konkurrierenden Zielen in der Flächennutzung. Hier hat die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege eine wichtige Rolle. Ich denke hier auch beispielsweise an die Umsetzung der Bayerischen Kompensationsverordnung. Dies ist eines der zahlreichen Beispiele, das zeigt, dass neben der rechtlichen Grundlage auch das Wissen um die Belange und berechtigten Interessen der verschiedenen Akteure aus Verwaltung, Planung und Landnutzung der Schlüssel zu einer zielgerichteten Umsetzung sind. Ich wünsche der ANL weiterhin viel Erfolg bei der Bewältigung der umfangreichen Aufgaben.